Als symbolischen Start für den neuen Wertstoffhof in Sachsendorf gab es gestern den Spatenstich. Gebaut wird die Anlage von der Alba Cottbus und das in einem sportlichen Tempo. Schon Anfang Juli soll sie nämlich fertiggestellt werden. Wir werden es dem BER nicht gleich machen, sowohl was die Zeit als auch was die Kosten angeht. Wir sind eigentlich derzeit sehr optimistisch. Es ist ein sportliches Ziel, aber der Kostenplan stimmt definitiv und der Zeitplan, denke ich mal, wenn wir uns alle anstrengen, schaffen wir es. Der Wertstoffhof in der Hegelstraße wäre dann der dritte in Cottbus. Schon 2016 sollte ein neuer Wertstoffhof her. Die Suche nach einem passenden Ort gestaltete sich aber schwierig. Ist der Bau fertig, kann hier jeder Grünschnitt, Sperrmüll oder auch Elektrogeräte abgeben. Ein weiterer Vorteil des Standortes ist, dass Anwohner aus Galinchen oder Groß-Garglow nicht mehr quer durch die Stadt fahren müssen, um ihren Müll zu entsorgen. An dieser Stelle freue ich mich, dass wir einen sehr modernen Wertstoffhof hier bekommen und wir auch hoffentlich einmal einen guten Zulauf hier haben, denn Müllverkippung irgendwo in der Landschaft hilft und keinem und schadet uns allen. Und insofern ist das ein Angebot der Stadt Cottbus, gemeinsam mit seinem Entsorger Alba hier vor Ort in Cottbus, den Cottbusern was anzubieten. Die neue Abfallanlage kostet ca. 1 Million Euro. Für die Planung, den Bau und den Betrieb hat Alba Cottbus die Verantwortung. Die Bürger der Stadt werden mittelbar von den Kosten betroffen sein. Das geht dann über die Müllgebühren. Dort werden dann alle Entsorgungsleistungen mit eingerechnet.